Nach dem Angriff des Iran auf Israel ist noch unklar, welche Folgen die Attacke hat. Auch die militärischen Fähigkeiten des Iran sind nicht exakt berechenbar. Den ersten Angriff konnte Israel zusammen mit seinen Verbündeten abwehren. Aber wird das auch gelingen, wenn der Iran stärkere Waffen einsetzt? Aufnahmen der israelischen Luftwaffe. Kampfflugzeuge werden auf den Einsatz gegen den beispiellosen iranischen Angriff vorbereitet. Israelische Piloten können zahlreiche Drohnen auf dem Weg nach Israel abschießen. Großbritannien, die USA und Jordanien sind militärisch beteiligt. Nach israelischen Angaben werden mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Fast alle Waffen seien abgefangen worden. Beni Sabti ist Iran-Experte am israelischen Institut für Forschung zur nationalen Sicherheit. Er geht davon aus, Iran war von der internationalen Unterstützung für Israel überrascht. Sie haben jüngste Spannungen wegen des Gaza-Kriegs falsch eingeschätzt. Diese gibt es zwischen Israel und den USA oder arabischen Ländern. Aber Iran überschätzte diese und dachte, Israel sei isoliert. Ein martialisches Video des iranischen Militärs. Ranghohe Offiziere begutachten in einem Bunker Drohnen und Raketen. Vor allem die Produktion kostengünstiger Kampfdrohnen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden sagt nach dem Angriff auf Israel, man habe eine Operation von begrenztem Ausmaß durchgeführt. Der Angriff hätte deutlich größer sein können. Die Iraner haben immer noch mehrere hundert Langstreckenraketen und tausende Drohnen. Die Drohnen sind ihre kostengünstige Waffe. Davon haben sie viele. Aber es ist auch die schwächere Waffe. Es dauert länger als bei Raketen, bis Drohnen ihr Ziel erreichen. Und sie können nicht so viel Sprengstoff tragen. Die Raketen tragen eine größere Menge an Sprengstoff. Aber davon haben die Iraner eben nur mehrere hundert. Sorge besteht weltweit, dass Teheran bei einer weiteren Eskalation eine schmutzige Bombe einsetzen könnte. Der Iran hat auch ein Atomprogramm. Seit Jahren versucht der Westen zu verhindern, dass das Mullah-Regime Nuklearwaffen entwickelt. Denn Teheran sagt ganz offen, dass es den Staat Israel vernichten will. Der Angriff auf Israel in der Nacht zum Sonntag hat eine lange Vorgeschichte. Anfang April Damaskus. 7 hochrangige Offiziere, darunter 2 Generäle der iranischen Revolutionsgarden, werden bei einem Angriff auf ein Gebäude der iranischen Botschaft getötet. In Teheran gedenkt das Mullah-Regime den Soldaten mit einem Trauerzug. Heldenverehrung mit Märtyrerporträts und Blumenschmuck. Der Iran gibt Israel die Schuld, droht mit Vergeltung. Doch diesmal ist das keine leere Drohung, wie so oft in der Vergangenheit. Denn Israel hat immer wieder, auch wenn offiziell nicht bestätigt, Stellungen der vom Iran finanzierten Hisbollah im Libanon und in Syrien angegriffen. Dabei waren auch iranische Offiziere unter den Opfern. Wie General Mousavi. Er wurde Ende Dezember 2023 in einem Vorort von Damaskus getötet. Ein weiterer Schlag für das Mullah-Regime. Der Iran reagiert aber nur mit einer militärischen Machtdemonstration. Langstreckenraketen werden von einem Kriegsschiff abgefeuert, aber nur als Test auf ein Ziel in der Wüste des eigenen Landes. Diesmal aber eskaliert die Lage, droht sich auszuweiten, aber nicht nur durch die vom Iran geförderte Hisbollah-Miliz, sondern vom Mullah-Regime direkt. Der Iran ist hochgerüstet, verfügt nicht nur über eines der größten Raketenarsenale im Nahen Osten, sondern soll sich auch an der Schwelle zur Atommacht befinden. 2018 hat US-Präsident Trump das Atomabkommen gekündigt. Daraufhin hat Teheran die Anreicherung von Uran beschleunigt. Niemand weiß aktuell, wie weit fortgeschritten das Atomprogramm nun ist. Experten sprechen von einer Blackbox, auch weil die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde nur unzureichend Zutritt zu den Anlagen haben. Ja, weltweit wächst die Sorge, dass sich die Nahostkrise zu einem Flächenbrand ausweiten könnte, natürlich auch im politischen Berlin. Christoph Mestmacher im ARD-Hauptstadtstudio. Nach dem Angriff des Iran auf Israel geht es jetzt um die Frage, wie wird Israel reagieren? Welches Stimmungsbild gibt es in Berlin zu dieser Frage?
auch parteiübergreifend die große Sorge, dass es zu einer Eskalation, einer weiteren Eskalation kommen könne, sprich eine Vergeltungsantwort von Israel nach diesem einmaligen und brutalen Drohnenangriff des Terrorregimes aus dem Iran. Und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat, das fand ich ganz interessant, vor Journalisten und Kollegen in Paris gesagt, dass das Völkerrecht die Abwehr eines Angriffs kenne, Vergeltung aber keine Kategorie des Völkerrechts sei und Israel habe einen defensiven Sieg errungen. Und da schwingt ein wenig die Hoffnung mit, dass es dabei bleibt, dass es also keine eskalative Antwort von Israel geben wird, wobei sich eigentlich alle einig sind, dass dieser fürchterliche Angriff des Terrorregimes aus dem Iran nicht ohne Antwort, also auch ohne Vergeltung bleiben wird. Die Frage ist nur, wie wird sie ausfallen? Es gibt ja auch den Ruf nach mehr Sanktionen. In welche Richtung gehen die Forderungen? Spannende Frage. Es gibt ja umfangreiche Sanktionspakete, die bereits aufgelegt worden sind, auch vom Bundeswirtschaftsministerium und anderen Institutionen, auch von der EU. Das Bundeswirtschaftsministerium hat jegliche Kooperation mit dem Iran eingestellt und auch entsprechende Ausfuhrgeschäfte nicht mehr abgesichert, diese schon seit längerem. Aber der Blick richtet sich bei den Forderungen nach Sanktionen unter anderem auch auf das Setzen der iranischen Revolutionsgarden, also des wichtigen Rückgrates für dieses Regime aus Teheran, damit die auf die Terrorliste kommen. Da läuft aber gerade ein Rechtsprüfungsverfahren bei der EU und eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und ansonsten wird sich der Blick nochmal auf wirtschaftliche Aktivitäten des Iran in Deutschland und auch auf unsere Ausfuhraktivitäten mit dem Iran mit Sicherheit richten, was Sanktionen angeht. Und die EU ist ja bereit, auch nach diversen Drohnenpaketen, die schon aufgelegt worden sind, über weitere Sanktionen nachzudenken. Berlin guckt aber auch in Richtung Hamburg. Dort steht das hochumstrittene Islamische Zentrum. Dem IZH wird vorgeworfen, als Propagandazentrum des Iran in Deutschland zu agieren. Ja, und einmal mehr geht es um die Forderung nach Schließung. Da haben sich einige Politikerinnen und Politiker zu geäußert, Christoph. Ja, es hat sich Jürgen Hart, der außenpolitische Experte der Union, geäußert, eine Schließung gefordert. Es gibt die alte Forderung auch von Teilen der Linken, auch aus der Hamburger Bürgerschaft, dieses zu schließen. Auch der Innensenator aus Hamburg hat nach der Razzia Mitte November, ich glaube es war der 16. November, wo das Islamische Zentrum in Hamburg, besser bekannt für den einen oder anderen Tourist oder Touristin als blaue Moschee, ein von außen wirklich wunderschöner Bau, aber innen eben hochtoxisch und seit vielen Jahren ein Ärger, dass dieses Zentrum jetzt als Propagandainstrument auch nachweislich, wenn man sich die entsprechenden Unterlagen anguckt, geschlossen wird. Nach dieser Razzia müssen die Unterlagen, die ja nicht nur bei der Blauen Moschee eingesammelt worden sind, sondern in weiteren Vereinen und Organisationen, die als Iran-nah und Iran-treu gelten, ausgewertet werden. Dieses Auswertungsverfahren läuft noch. Das wird auch nicht breit kommuniziert. Da geht es um Vereinsverbote und es wäre ja töricht vorher zu sagen, wir verbieten, sondern das muss schnell beschlossen und dann umgesetzt werden, damit nicht weitere Dokumente aus dem Weg geschafft werden. Insofern, diese Debatte wird laufen, sie wird auch jetzt nach dem Wochenende weiter Fahrt aufnehmen. Ja, bleiben wir noch kurz bei dem Punkt, wie steht es denn jetzt um die Schließung? Die Forderung ist ja nicht neu. Naja, sie müssen jetzt die Unterlagen auswerten, die nach den Razzien sozusagen eingesammelt worden sind. Das heißt, es läuft ein Prüfverfahren, so viel Rechtsstaat muss sein. Diese Auswertung läuft meines Wissens noch. Ich habe keinen neuen Stand, ob sie jetzt zeitnah beendet wird. Das muss sorgfältig gemacht werden. Dann wird man sehen, ob es weitere Vereinsverbote gibt, ob das Islamische Zentrum in Hamburg, die Blaue Moschee, dann nunmehr geschlossen wird. Christoph Mestmacher in Berlin. Vielen Dank für die Informationen und Einordnungen. Gerne.